Ja, und wir schalten nach Kiew zu Michael Heussen. Wie ist die Situation am Atomkraftwerk in Saporischschja derzeit? Nach wie vor besorgniserregend. Das russische Verteidigungsministerium hat heute gesagt, dass die ukrainische Seite innerhalb von 24 Stunden 15 Mal auf das Atomkraftwerksgelände geschossen habe. Das lässt sich natürlich nicht überprüfen, wird von den Ukrainern auch zurückgewiesen. Auf der anderen Seite sagt der ukrainische Bürgermeister der benachbarten Stadt Ineroda, dass es dort heute eine gewaltige Explosion gegeben habe, die die Stromversorgung, die Wasserversorgung in der Stadt unterbrochen hätte. Also es geht weiter. Und in dem Atomkraftwerk selber ist die Situation unverändert. Die Reaktoren sind vom Netz genommen. Ein Reaktor läuft wohl noch, ist noch in Betrieb, aber nur für die Versorgung, die interne Versorgung der Kühlanlagen, der Sicherheitskreise mit Strom. Am Nachmittag hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA dringende Maßnahmen gefordert, um einen Atomunfall zu verhindern. Was schlägt die Behörde im Einzelnen vor? Der Bericht, der ist tatsächlich sehr, Entschuldigung. Der Bericht ist wirklich sehr detailliert. Also er schildert auf über 50 Seiten im Detail, was die Inspektoren dort in der letzten Woche gesehen haben, als sie dort vor Ort waren. Dass beispielsweise es zahlreiche Einstiege gegeben hat. Und er geht auch ins Detail, was das beispielsweise für die Mitarbeiter bedeutet, die dort arbeiten. Es wird gesagt, dass zurzeit nur 40% der Stellen besetzt sind. Dass 40% der Stellen unbesetzt sind. Das heißt, 60% der Arbeiter sind nur noch dort und die müssen natürlich dann diese fehlenden Stellen kompensieren. Sie stehen unter einem enormen Arbeitsdruck, aber seit Anfang März halt auch unter dem Druck, dass sie unter russischer Aufsicht arbeiten müssen. Sie haben Angst um sich, um ihre eigene Sicherheit, weil das Gelände ja immer wieder beschossen wird. Sie haben Angst um ihre Familien und diese Kombination aus diesen vielen Risiken, sagt der IEA-Bericht, der führt natürlich auch dazu oder kann dazu führen, dass es menschliche Fehler gibt, dass es Bedienungsfehler gibt. Also auch ein ganz großes Risiko, dass es nicht nur von dem direkten Beschuss, dass daraus Gefahr entstehen könnte, sondern auch durch die Mitarbeiter, die einfach nicht mehr in der Lage sind, jetzt nach einem halben Jahr ihre Aufgaben so zu erfüllen, wie man es in einem Atomkraftwerk, dem größten Atomkraftwerk Europas, machen müsste. Offenbar sind dem IAEA-Bericht zufolge auch russische Panzerfahrzeuge in Turbinenhallen stationiert. Was hat die IAEA dazu gesagt? Die IAEA hat sogar Bilder veröffentlicht, auf denen Fahrzeuge zu sehen sind. Und sie fordert ausdrücklich dazu auf, diese Fahrzeuge unverzüglich zu entfernen, denn sie würden die Sicherheit der Anlage gefährden. Ist ja ganz klar, das sind natürlich dann militärische Ziele und man möchte keine Soldaten dort haben. Also da ist die IAEA sehr eindeutig, auch wenn sie sonst versucht, eher überparteilich, unparteiisch zu sein. Man hat ja schon das Interesse daran, beide Seiten zusammenzubekommen. Man will ja jetzt nicht mit dem Finger auf die eine oder andere Seite zeigen, denn eine dauerhafte Präsenz ist ja das große Ziel, dass also ständig Inspektoren dort vor Ort sind. Aber man kann zwischen den Zeilen doch immer wieder lesen, dass der Finger eher Richtung Moskau gedreht wird und nicht so sehr hier Richtung Kiew. Dann kommen wir noch mal auf die Stromversorgung zu sprechen. Was hat die Behörde dazu gesagt? Ich hatte es anfangs gesagt, die Stromversorgung durch externe Leitungen ist nach wie vor unterbrochen. Und auch da ist die Behörde eindeutig, sie sagt, das muss unverzüglich wiederhergestellt werden. Das ist geradezu essentiell, eine externe Stromversorgung für ein Atomkraftwerk. Und dafür müssten auch die Kampfhandlungen nicht nur auf dem Gelände oder in der Umgebung, direkten Umgebung des Geländes eingestellt werden, sondern auch noch weiter weg, dort, wo diese Stromleitungen halt langführen. Und wie wichtig das ist, das haben britische Kollegen in einem Gespräch mit einem ukrainischen Mitarbeiter des Atomkraftwerks rausgefunden. Er sagt, ja klar, dieser Reaktor 6, der kann nach wie vor Energie erzeugen, die notwendig ist, um die Kühlkreisläufe dort am Funktionieren zu halten. Aber das reicht nicht aus. Danach müsste man möglicherweise auf Notstromaggregate umstellen, dieselbetriebene Aggregate. Aber auch die könnten bestenfalls für 72 Stunden laufen, sagt dieser Mitarbeiter. Und was könnte danach kommen? Möglicherweise eine Kernschmelze. Also das hört sich alles sehr dramatisch an und die IAEA sagt auch in ihrem Bericht, wenn wir jetzt nicht sofort Maßnahmen ergreifen, dann tatsächlich droht ein Unfall, möglicherweise sogar ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall, eine atomare Katastrophe im, wie gesagt, größten Atomkraftwerk Europas. Information von Michael Heussen. Vielen Dank nach Kiew.